Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es mal wieder um das Amazon Echo versus Google Home. Wie ihr wisst, werde ich in dieser Serie Stück für Stück die beiden Geräte, die beiden marktführenden Geräte in der Audio-Sprachsteuerung, Smart Home-Sprachsteuerung einmal gegenüberstellen. Wir hatten ja schon letztes Mal eine Gegenüberstellung. Da war es so ein bisschen Gleichstand, allerdings doch dann am Ende der Echo leicht überlegen. Mal gucken, wie es dieses Mal ist. Dieses Mal geht es um das Battle der Suchmaschinen. Welches Gerät sucht besser, sucht schneller und sucht umfangreicher? All das werden wir uns jetzt gleich einmal anschauen. Wie immer würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr noch kein Abonnent dieses Kanals seid, wenn ihr mich hier einmal auf YouTube abonnieren würdet. Damit würdet ihr mich unterstützen, sodass ich euch auch weiterhin alle News aus der Technik und aus der Smart Home Branche wie gewohnt mehrfach in der Woche liefern kann. Einfach einmal den Balken drücken, dann verpasst ihr wie immer nichts mehr. Wie gesagt, würde mich sehr, sehr freuen. Und jetzt geht es los mit Google Home versus Amazon Echo Part 2. Einmal, wer sucht besser? Wer sucht besser, ist so eine gute Frage bei den beiden Geräten. Google Home natürlich mit dem integrierten Google-Sucher sozusagen. Das Amazon Echo tut sich da noch so ein bisschen schwerer, sucht ja die Sachen standardmäßig bei Bing, hat allerdings auch viele Skills und lässt sich mittlerweile natürlich, wie ich euch das auch schon in einem Video einmal gezeigt habe, auch so ein bisschen auf Google programmieren. Wie das Ganze ist und wie das Ganze vor allen Dingen im Alltag praktikabler ist, das wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Es geht erstmal los mit der ersten Kategorie. Wer sucht schneller? Alexa, was ist 1 plus 1? 1 plus 1 ist 2. Aber ich nehme an, das weißt du bereits. Okay, Google. What's 1 plus 1? The answer is 2. Ihr seht, beide Geräte ungefähr gleich auf. Was man dazu sagen muss, ist, beide Geräte hatten das exakt gleiche WLAN-Signal. Ihr seht, beide stehen direkt nebeneinander. Und vor allen Dingen, was noch wichtiger ist, beide Geräte haben exakt die gleiche Konfiguration. Das heißt, bis auf die Sprache, die bei dem einen Englisch ist und bei dem anderen Deutsch, natürlich aktuell wegen dem Release-Date, sei es dem geschuldet, ist wirklich die Bedingung absolut gleich. Kleine Vorteile hier natürlich beim Amazon Echo, was allerdings zu erwarten war, weil das Gerät einfach schon etwas ausgereifter ist. In der Geschwindigkeit liegt hier der Google Home vorne, was jetzt zumindest die Wiedergabegeschwindigkeit am Ende des Suchergebnisses gilt. Was man allerdings jetzt mal sehen muss, wenn man die beiden Geräte jetzt so gegenüberstellt, es gibt keine großen Unterschiede in der Geschwindigkeit, in der die Antworten dann auch kommen. Heißt ungefähr, antworten beide Geräte gleich schnell. Wenn, dann hat wirklich hier der Echo wirklich ein kleines bisschen die Nase vorn, aber das ist wirklich marginal. Deswegen gucken wir uns jetzt einfach direkt einmal die zweite Kategorie an und die lautet, wer antwortet deutlicher in der ganzen Suche? Alexa, wann ist Steve Jobs gestorben? Der Todestag von Steve Jobs ist 5. Oktober 2011. Okay, Google. When did Steve Jobs die? Steve Jobs died on October 5th, 2011. Ja, ich habe es schon in einigen Videos davor einmal kurz erwähnt. Hier hat man es jetzt nochmal ganz deutlich gesehen. Einfach deutlicher antwortet derzeit einfach Alexa gegenüber dem Google Home Gerät. Das hat natürlich viel auch damit zu tun, dass Alexa auch mittlerweile auf dem deutschen Markt schon sehr, sehr gut eingestellt ist auf die verschiedenen Sprachformen. Vor allen Dingen war es allerdings auch gleich als Alexa, ihr könnt euch vielleicht noch an die Anfangszeit erinnern, wo ich dann die Videos da auch darüber gemacht habe, war es auch schon wirklich sehr, sehr gut, als Alexa nur auf Englisch verfügbar ist. Der Google Home weiterhin, es wird langsam besser, wird natürlich auch weiterhin geupdatet, weiterhin viel zu schnell, verhaspelt sich da manchmal so ein bisschen, das heißt, man kann schwer folgen. Das ist ein bisschen schade. Das kann man definitiv noch im Weiteren verbessern.
Gucken wir uns die nächste Kategorie an und die lautet, wer antwortet umfangreicher? Und das ist eine wirklich interessante Kategorie. Das machen wir natürlich mit der Standardsuche. Einmal natürlich standardmäßig mit dem Echo und standardmäßig mit dem Google Home. Hier gehen wir nicht über Skills, weil das wäre unfair, da natürlich der Google Home Lautsprecher nicht über Skills arbeitet, sondern rein durch die Google Suche arbeitet. Und jetzt stellen wir einfach mal die gleiche Frage beiden Geräten und gucken, wer umfangreicher antwortet. Alexa, wer ist Barack Obama? Barack Hussein Obama II. Ist ein US-amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei. Er war vom 20. Januar 2009 bis zum 20. Januar 2017 der 44. Präsident der Vereinigten Staaten. Okay, Google. Who's Barack Obama? According to Wikipedia, Barack Hussein Obama II is an American politician who served as the 44th President of the United States from 2009 to 2017. Ja, und jetzt kommt wirklich etwas ganz, ganz Spannendes, was oft diskutiert wurde, heraus. Nämlich oft wurde ja Alexa im Prinzip kritisiert, da sie oft nur Wikipedia-Beiträge wiedergibt. Genauso gibt sie nur Wikipedia-Beiträge auch wieder, wenn man beispielsweise einmal rein diese Google-Suche einprogrammiert, so wie ich das euch in einem Video einmal gezeigt habe. Da wurde dann gesagt, okay, der Google Home Lautsprecher macht das nicht so. Der wird definitiv diese ganze Wiedergabe rein über Google Texte geben, über Google Bibliotheken-Inhalte, die ganzen Zusammenhänge herstellen. Und das ist definitiv nicht der Fall. Also für jeden, der das gedacht hat, ist das, denke ich mal, jetzt eindeutig. Beide Geräte suchen jeweils über die beliebtesten Suchplattformen. Das ist nun mal in den meisten Fällen der wissenschaftlichen Fragen zumindest Wikipedia. Hier in diesem Beispiel, wo es einfach darum ging, wer Barack Obama beispielsweise ist, eine Frage, die ich beiden Geräten sehr gerne in regelmäßigen Abständen stelle, einfach um zu sehen, wie sich diese beiden Geräte weiterentwickeln, kann man das einfach wunderbar sehen. Einmal auf der einen Seite der Echo, der schon sehr, sehr umfangreich wirklich diese Aussage tätigt, und auf der anderen Seite der Google Home Lautsprecher, der es sogar noch auch dazu sagt, laut Wikipedia ist das so und so das Ergebnis. Und hier ist es einfach dann so, dass dementsprechend der Google Home das schon etwas besser beziehungsweise der Google Home hat einfach diese Wikipedia-Suche schon sehr flüssig drin. Allerdings der Echo hat das Ganze im umfangreichen Gesamtpaket einfach eindeutig hier besser gelöst, ruhiger gelöst, und vom Umfang der Frage, um das geht es ja in dieser Kategorie, ist das Ganze einfach viel, viel besser als Suchergebnis zu verwerten. Was beide dann extrem wieder gut machen, ist, dass beide dann dementsprechend in der App einmal das Ergebnis darstellen. Das heißt, hier sieht man dann perfekt in der App einmal den Wikipedia-Beitrag und kann sich das Ganze auch zu der Person, in dem Fall Barack Obama, dann auch nochmal wirklich perfekt durchlesen. Das sind die drei Kategorien, in denen man eigentlich die beiden Geräte am besten zu gegenüberstellen kann. Wer sucht besser? In dem Fall gibt es einen Sieger. Aktuell ist das noch immer der Amazon Echo Lautsprecher. Das heißt, für alle, die sich, sag ich mal, rein für die Suche bisher auf den Google Home konzentriert haben, die sollten sich das genau überlegen. Der Google Home Lautsprecher macht es im Prinzip ähnlich wie der Echo Lautsprecher. Es sind wirklich absolute Feinheiten, die beiden Geräte differenzieren, und zumal, wenn man rein nur über Wikipedia gehen möchte, das geht beim Google Home jetzt noch nicht, man kann da noch nicht selektieren, aber beim Amazon Echo gibt es natürlich die Skills, die ich auch regelmäßig vorstelle, wo man dann dementsprechend die verschiedenen Suchmaschinen frei wählen kann oder die verschiedenen Suchplattformen besser gesagt frei wählen kann. In dem Fall kann man dann einfach das Wikipedia Skill auch nehmen, da hat man dann nochmal die Beiträge direkt von Wikipedia, die man geliefert bekommt. Also insgesamt hier auch wieder in dem zweiten Vergleichsvideo hat der Echo leicht die Nase vorn. Worum ich gebeten worden bin, das letzte Vergleichsvideo, kann ich mich noch gut dran erinnern, ist, dass ich nochmal erwähne, dass natürlich der Google Home Lautsprecher, so wie ich das in der ursprünglichen Review euch einmal auch gezeigt habe, hier wirklich schon einen sehr, sehr guten Schritt in die richtige Richtung macht.
Denn natürlich kann man sich mit dem Google Home Lautsprecher leicht unterhalten. Das heißt, er stellt Gegenfragen, bleibt dann in der Zeit auch aktiv und man kann dadurch einen Dialog aufbauen. Das geht natürlich immer noch nicht beim Amazon Echo. Allerdings ist das so ein Manko, wo ich denke, dass Amazon nach der Zeit mit einigen Updates das Ganze auch ausgleichen wird. Das soll es gewesen sein von dem zweiten Vergleichsvideo vom Amazon Echo versus Google Home Lautsprecher. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, ich soll bestimmte Dinge in den nächsten Videos klären für euch. Schreibt mir das einmal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Sehr gerne gehe ich wieder auf alles ein, antworte euch natürlich, wie ihr das von mir gewohnt seid, direkt oder verarbeite dann eure Frage in einem der nächsten Videos. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich hier auf YouTube mit einem Abo unterstützen würdet. Dann verpasst ihr wie immer nichts mehr. Ich kann euch dann auch, wie ihr das von mir gewohnt seid, weiterhin umfangreich immer jede Woche aktuell alle News zur Technik, zur Smart Home Branche liefern. Bis dahin freue ich mich auf eure Fragen, auf eure Antworten und so weiter und wünsche euch viel, viel Spaß mit der Technik. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Macht's gut. Bis dahin, Leute. Ciao. We'll be right back.